Willkommen bei Mumien des alten Ägyptens. Der Prozess des Mumifizierens hatte bei den alten Ägyptern höchst zeremoniellen Charakter. Beim Mumifizieren spielte der soziale Stand der verstorbenen Person eine Rolle und sogar Tiere wurden bisweilen mumifiziert. Die teuerste Methode war dem Pharao, der Königsfamilie und einigen der vermögendsten Mitglieder des Hofs vorbehalten. Der erste Schritt war die Waschung. Am Ort der Mumifizierung wurden die Körper auf geneigten Tischen platziert, damit die Körperflüssigkeiten ablaufen konnten. Dann wurden sie von Priestern gewaschen, bis sie als bereit für den Läuterungsprozess erachtet wurden. Diese Läuterung begann mit einem Trankopfer aus heiligem Wasser. Die Priester räucherten den Körper dann mit Harz. Nach der rituellen Reinigung läuterten Priester den Körper weiter mit Ölen, Gewürzen und anderen Essenzen. Schließlich wurde sämtliche Körperbehaarung sorgfältig entfernt. Nach der gründlichen Läuterung des Körpers entfernten Einbalsamierer die Organe in festgelegten Abläufen. Zunächst wurde das Siebbein gebrochen, um das Gehirn mittels eines Hakens durch die Nasenlöcher zu extrahieren. Dann wurden mit einem Spachtel die restlichen Teile des Gehirns entfernt. Überreste wurden nach einem Verflüssigungsprozess, bei dem ätzende Flüssigkeiten zum Einsatz kamen, extrahiert. Der entleerte Schädel wurde dann gereinigt, mit Palmwein desinfiziert und schließlich mit Leinstreifen und flüssigem Harz befüllt. Nach Entfernen des Gehirns machten die Einbalsamierer einen Schnitt an der linken Körperseite und entfernten die Eingeweide. Das Körperinnere wurde ebenfalls mit Palmwein ausgespült. Dann füllten die Einbalsamierer den Bauchraum mit Myrrhe, Zimt und anderen Duftstoffen und nähten ihn zu. Die entnommenen Organe wurden in Palmwein gewaschen und mit zerstoßenen Kräutern in Kanopenkrüge gelegt. Die Kanopenkrüge wurden nahe am Sarkophag platziert oder in einer Truhe aufbewahrt. Zunächst wurden die Organe in Stoff gehüllt und in Vasen platziert. Mit steigender Komplexität der rituellen Erfordernisse spielten auch Salben, Gewürze und sogar Wasser und Natron eine Rolle. Zur Mitte des neuen Reichs hin nahmen die Kanopenbehältnisse die Gestalt der vier Horus-Söhne an. Sie galten als die Beschützer der Organe und sie hatten selbst wiederum Beschützerinnen, jeweils eine Göttin des Todes. Der menschenköpfige Gott Amset beschützte die Leber. Er selbst wurde beschützt von der Göttin Isis. Der pavianköpfige Gott Hapi beschützte die Lungen. Er selbst wurde beschützt von der Göttin Nephthys. Der schakalköpfige Gott Duamutef beschützte den Magen. Er selbst wurde beschützt von der Göttin Neith. Der falkenköpfige Kebech-Senuef schließlich beschützte die Eingeweide. Er selbst wurde beschützt von der Göttin Selket. Natron ist ein natürlich vorkommendes Mineral. Diese Sedimentgesteine setzen sich aus Mineralsalzen zusammen und wurden üblicherweise an Seeufern abgebaut. Einbalsamierer setzen Natron zum Entwässern ein, um das Fleisch zu trocknen und den Verwesungsprozess aufzuhalten. Nach der Reinigung und Entnahme der Organe wurde der Leichnam für ca. 40 Tage mit Natron bedeckt. Nach dem Entwässern wurde der Körper auf das Einwickeln mit Leinen vorbereitet. Oh.
Nach der Entwässerung durch die Natronbehandlung ölten die Balsamierer den Körper ein, bemalten ihn und nutzten gar Haarverlängerungen oder Perücken. Oft wurden antiseptische Mixturen auf Henna-Basis eingesetzt, um den Körper farbiger und lebendiger erscheinen zu lassen und dabei Schimmel- und Pilzbildung vorzubeugen. Dann kam die Phase, in der die Mumien ihr berühmtes Erscheinungsbild erhielten, das Einwickeln. Ursprünglich wurde jeder Körperteil einzeln eingewickelt. Bei Männern wurden die Arme über der Brust gekreuzt. Bei Frauen wurde der rechte Arm über die Brust gelegt, der linke lag am Körper an. Die Techniken entwickelten sich aber mit der Zeit. Schließlich wurde der Körper mit angelegten Armen ganz eingewickelt. Und es wurden immer komplexere und unterschiedliche Techniken beim Weben von Leinbändern entwickelt. Zusätzlich wurden Schmuck und Amulette auf der Haut des Verstorbenen platziert. Letztere wurden auch sorgfältig zwischen die Leinstreifen gelegt. Jedes Amulett war mit einem bestimmten Mythos oder Glauben an die Wiedergeburt verbunden. Masken waren ein wichtiger Teil der Mumifizierungskunst. Frühe Versionen aus Holz waren allerdings sehr teuer und wurden bald von Masken abgelöst, die mit einer Art Kartonagetechnik hergestellt wurden. Solche Masken bestanden aus mehreren Schichten Leinen oder Papyrusschnitzeln, die auf eine Basis aus Lehm oder Stroh appliziert wurden. Kartonage kam nicht nur bei Begräbnismasken zum Einsatz. Ornamente und die Tiersärge der späten Periode wurden auf ähnliche Art gefertigt. In der 22. Dynastie bedeckte Kartonage dann den gesamten Körper einer Mumie. Die Mumien wurden auf einem Brett platziert und fest in Kartonage verpackt, die auf der Rückseite mit einer Schnur festgezurrt wurde. Diese Technik war kostengünstig sowie visuell ansprechend und daher quer durch alle Schichten sehr beliebt. Die Hüllen aus Kartonage waren meist mit Inschriften und mehrfarbigen Dekorationen überzogen, mittels derer der Name und die Titel des Verstorbenen, Szenen aus dem Alltagsleben oder Begräbnisspezifisches dargestellt wurden. Das war für Ägyptologen, die die Begräbnisriten der Altägypter studierten, natürlich ein wahres Geschenk. Sobald die Mumie richtig eingewickelt und verziert war, fuhren die Einbalsamierer mit dem Ritual des Mundöffnens fort. Diese Zeremonie war ein weiterer bedeutender Teil des Begräbnisses. Sie sollte dem Verstorbenen oder einem ihn darstellenden Objekt wieder Leben einhauchen. Das Mundöffnungsritual umfasste nicht weniger als 75 Einzelschritte. Dabei kamen die gleichen Öle, Balsame, Gewürze und Duftstoffe wie beim Mumifizieren zum Einsatz. Auch Schminke spielte bei diesem Prozess gelegentlich eine Rolle. Die letzte Phase des langen Rituals war das Berühren des Mundes mit der Dechsel, um den Lebensatem symbolisch einen reglosen Körper durchströmen zu lassen. Durchführen durfte dieses Ritual nur ein fest umrissener Personenkreis. Priester, die die Maske des Gottes Anubis trugen, ein enger Verwandter oder der Thronerbe.